Willkommen zu dieser Fortsetzung von Excel Video 503. Hier geht es wieder um die Umkodierung eines Fehlercodes. Nachzulesen ist das Ganze auch auf theosblog.com vom 9.3.2014. Und dort gibt es dann auch diese Übungsdatei. Kurz nochmal erläutert, hier sind 5 Fehlercodes, jeweils eine Messung. Fehler 3 ist aufgetreten, dann kein Fehler, dann ist Fehler 4 aufgetreten, Fehler 5 und dann kein Fehler. Und der letzt aufgetretene Fehler in dieser Reihe, hier dieser Fehler Nummer 3, hier dieser Fehler Nummer 2, die sind relevant. Die anderen Fehler, die davor geschehen sind, die sind irrelevant. Und ich möchte aus dieser Fehlerreihe umkodieren, die Werte also praktisch auf links krempeln, um 180 Grad drehen. Also statt hier steht kein, ein Fehler, zwei Fehler, 0, 3, 0 soll mit der 0 begonnen werden, also mit dem rechtesten Wert, dann soll die 3 genommen werden, der letzte Fehler, und der Rest soll Nullen werden. Also hier der Fehler 2 ist der letzte aufgetretene. Das heißt, es gab 3 mal keinen Fehler und dann bei den letzten 3 Prüfungen und dann hier der Fehler 2 und die 7 wird mit 0 ignoriert. Ich habe das gemacht mit Max, mit einer Matrixfunktion, und ich habe hier mit 10 hoch 0, 10 hoch 1, 10 hoch 2 gerechnet. Ich habe die Spalten genommen. Ich habe die Spalten genommen, da ist ja Spalte 1, habe einen abgezogen. Also 10 hoch 0, 10 hoch 1, 10 hoch 2, 10 hoch 3. Ich habe den größten gesucht, den größten Wert von 1 mal 1, 2 mal 10, 0 mal 100, 3 mal 1000, 0 mal 10.000. Das war der größte Wert hier, die 3000. So, das werde ich hier als erstes mal reparieren, dass das unabhängig hier an dieser Stelle, unabhängig von der Spalte ist, wo die Codes stehen. Und zwar trage ich die Multiplikatoren, nein, das ist ja die Potenz, also hier 10 hoch, die trage ich hier mal ein. Statt Spalte, das lösche ich, nehme ich einfach diese Werte, markiere das kurz und drücke die Taste F9, dass die Werte hier in ihrer geschweiften Klammer stehen. Ich drücke mal Steuerung, Großschreibtaste Enter und sehe, hier, Moment, hier ist das überall runterkopiert, die Funktion. Die ist also genauso funktionskräftig, funktionstüchtig. Hier, die Formel ist ein bisschen kürzer geworden, um 6 Zeichen. Und ich bin unabhängig von der Spalte. Also hier könnte jetzt das Ganze auch in Spalte C zum Beispiel starten. Also ich müsste das jetzt nicht mehr anpassen. Jetzt habe ich aber noch ein Problem an dieser Stelle. Und deshalb möchte ich hier die Funktion Aggregat lieber nutzen, statt der Matrix-Schreibweise. Was ist, wenn hier mal zum Beispiel ein Bindestrich steht? Dann kommt hier eine Fehlermeldung raus, weil dieser Bindestrich hoch, mal 10 hoch 1, der kann ja nicht gerechnet werden. Also, wenn hier irgendwie Texte drin stehen, wie entfällt, dann möchte ich nicht, dass es hier eine Fehlermeldung gibt. Das kann man wunderbar mit der Funktion Aggregat machen. Also, statt Max zu nehmen, nehme ich, nehme ich die Funktion Aggregat. Ich habe ja Max genommen und dem entspricht Aggregat 14. Ich gehe mal hier hinter die Klammer. Aggregat 14. 14. 14 ist K größte. So, Semikolon. Fehlerwerte ignorieren. Wenn hier so Bindestriche sind oder andere Buchstaben, die sollen ignoriert werden. Also Fehlercode Nummer 6. Fehlerwerte ignorieren. Dann kommt ganz normal, wie in Video 503 beschrieben, die Funktion, und hinten muss noch, bevor die rote Klammer zugeht, muss noch Semikolon 1 stehen. Ich will ja den größten Wert finden. Ich brauche jetzt keine Matrix-Schreibweise mit Steuerung, Großschreibtaste Enter. Ich kann einfach Enter drücken und die Funktion funktioniert auch. Genau so kommen die gleichen Werte bei raus. Und was passiert, wenn ich jetzt hier einen Fehler eintrage? Fehler einfach mal. Der wird ignoriert. Also, hier kommt hier zum Beispiel ein Bindestrich rein, nimmt da einfach den letzten Wert, steht hier irgendwo, hier sind 5 Nullen, hier steht irgendwo Error drin. Ja, wird das einfach ignoriert. Wir haben hier eine etwas sicherere Funktion. Der Fehler ist abgefangen mit Aggregat. Typ 6, 14 ist K größte, wenn ich den Parameter 1 nehme. Ansonsten, die Formel ist ein bisschen länger geworden, aber nicht mehr so anfällig gegen irgendwelche Veränderungen. Ja, es gibt noch weitere Lösungsvorschläge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.